Interesting. Muss sowieso erstmal aufholen. Die Vögel, die morsen. Ich weiß es ganz genau. Hände hoch! Hände hoch! Okay, habe ich gemacht. Kennen Sie den hier schon? Ach, wieso funktioniert denn das nicht? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber das habe ich irgendwo mal gesehen. Was denn? Fand ich sehr witzig. Was denn? Vielleicht haben sie das auch schon rausgepatcht. Dass man, wenn man eine Flasche in der Hand hat und einen Mittelfinger macht, dann balanciert er so die Flasche auf den Mittelfinger. Das ist schon echt nice. Laufen wir noch in die richtige Richtung überhaupt? Nein. Warte. Sehr gut. Hier lang müssen wir. Du läufst mit deinem Kuckucksei da in der Hand. Ach, das Springen ist auch super. Bestes Feature aller Zeiten. Wir haben noch gar keine Map gefunden irgendwie. Ich hatte, glaube ich, einen Teil. Habe ich den noch? Nö, das war wohl irgendein anderer Charakter. Ich glaube, die muss man auch aus mehreren Teilen zusammensetzen. Da muss man auch. Heftig ist. Und was bringt die einen auch? Hat man einfach. Ja, aber die nimmt doch voll viel Inventarplatz weg. Ein Feld. Brauchen wir nicht. Wir haben die doch im Kopf. Wir sind doch Mega-Brains. Super-Brains, ne? Nein, Mega-Brains, wenn ich bitten darf. Megamind. Mastermind. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt rauskommen ungefähr. Das ist Süden. Ich wäre jetzt aber auch in eine andere Richtung gelaufen, ey. Das ist Süden. Crazy. Also, warte. Gucken wir mal. Oh, das ist Norden. Das ist schon wieder ein bisschen Südosten. Genau müssten wir jetzt so laufen. Genau in diese Tannen rein. Hätte jetzt gesagt, das wäre jetzt hier voll östlich. Ja, hätte ich auch gedacht. Okay, aber wir kennen die Karte trotzdem mega gut. Ich guck mal die ganze Zeit in die Sonne. Das ist voll gut fürs Video. Geil, ne? Also du kriegst die Special Edition von Blu-ray von Jurassic Park bei Amazon für 11 Euro. What the fuck? Okay. Kriegst du noch so eine ganze Box? Ich kann mal gucken. Du kannst also laufen und nebenbei googeln. So, ich habe ja mein Handy hier nebenbei. Ich weiß echt nicht, wo mein Handy ist. Ein internetfähiges Smartphone. Alter. Mal immer Sachen gucken kann, mich interessieren, während ich hier in Daisy laufe. Ich könnte meine Vita holen, aber die liegt auch so weit weg. Jurassic Park Trilogie, da geht's los hier. Geil. Was kosten die alten Star Wars Filme auf Blu-ray? Ultimate Trilogie Jurassic Park. Ja. Kostet 30 Euro. Boah. Na gut, 10 Euro für jeden Film ist auch okay. Erstmals in High Definition. Cool, cool. Dinosaurier zeigen vorne drauf. Ja, aber 30 Euro ist schon wieder so eine Schmerzgrenze. Weißt du, dafür geben andere, geben für schlechtere Filme mehr aus. Ja, für einen Film. Nein, nicht ganz. Mittlerweile sind Blu-rays ja recht okay vom Preis. Achso, guck mal wegen dem alten Star Wars Film. Das interessiert mich viel mehr. Ein Kumpel hat mich gestern gefragt, wie du das gemacht hast. Mit dem Dingens. Mit dem Wort. Mit dem Mercedes, wie du diesen Glitchstein gekriegt hast. Ach so. Er braucht doch nur Google, ne? Ja, aber der hat kein so gutes Internet zu Hause. Dann ist das nichts für den, weil du musst jedes Mal, wenn du das gemacht hast, musst du den Patch neu runterladen und der ist immerhin 2 GB groß, also 2,6 oder so, oder? Ne, 1,2. So, okay.
Du musst das einmal machen und dann musst du erstmal 1,2 GB Patch runterladen und dann wieder nochmal machen. Ich habe irgendwie gesagt, man kann den Mercedes irgendwie verkaufen. Das habe ich irgendwie mitgekriegt. Ja, du musst halt... Wir laufen doch schon wieder südöstlich. Ich habe keinen Plan. Du musst das Update einfach löschen und dann... direkt nach Süden. ...den Wagen verkaufen. Ich kann auch nicht sicher sagen, ob das noch funktioniert oder nicht. Aber eigentlich kann man das nicht patchen. Ich wüsste nicht, wie sie das machen wollen. In Gran Turismo auch richtig kasch. Das ist auch ziemlich gut. Ich spiele das zwar jetzt nicht mehr, gerade. Aber irgendwann, wenn ich mal wieder Bock habe, Auto zu fahren, bam. Ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt nicht lange gespielt hätte, also... 50 Folgen, teilweise gehen die 30 Minuten. Das ist schon nicht wenig. Aber die patchen jetzt erst immer so Updates rein, ne? Und diese ganzen, zum Beispiel Spezialveranstaltungen und so, die sind nicht drin. Das finde ich ein bisschen blöd. Da gab es nur ein so ein Event jetzt und dann haben sie jetzt noch ein neues reingemacht. Das mit dem Mond war als erstes nur drin. Nee, der Mond kam erst später, glaube ich. Oder musste man freispielen? Ich bin mir nicht sicher. Er hat mir jetzt einfach so seinen Code gegeben. Für Battlefield 4. Für die PS4. What the fuck? Dass wir 10 Euro upgraden können. Ah, okay. Weil der holt sich keine PS4 und er hat gesagt, Mensch. Mensch, hast du auch mal was zu spielen? Ah, auf der PS4? Weiß ich nicht. Da würde ich mich da auch ganz gerne noch dran setzen. Er hat das ja für die PS3, ne? Boah. Also Geschenk gekriegt. Ja, das kannst du doch nicht geben, ey. Hab ich überhaupt gesagt, ich hab gesagt. Das kannst du echt nicht alle, geben. Wir haben uns hinten so die Dinge zurückgelesen. Der Grafik vielleicht, also, aber nicht auf der PlayStation 3. Oh, ne. Boah, das muss echt grottig aussehen. Also, ich hab's gesehen. Sieht nicht... Es sieht nicht so schlecht aus. Red es nicht schön, red es nicht schön. Es ist auf jeden Fall nicht super hässlich. Also, man kann spielen. Ja, klar kann man spielen, aber... Boah. Weißt du, so langsam ist der Punkt erreicht, da brauche ich keine 720p mehr. Du bist auch einfach schon zu verwöhnt. Ja, natürlich. Ich habe halt alles hier, was schon höhere Qualität bietet, ne? Da gebe ich mir noch nicht Battlefield 4 auf einer PS3 in 720p und was weiß ich. Matschigen Matsch. Voll schlimm. Ich glaube, es kommt doch gar nichts mehr für die PS3, was man darauf spielen müsste. Auch da Dark Souls 2. Ja, aber das kommt doch auch für die PS4. Oder ja, auf jeden Fall auch für den PC gleichzeitig. Das glaube ich auch. Wenn das genauso gut funktioniert wie Dark Souls, dann ja, sollte man vielleicht vorsichtig sein, aber da gibt es bestimmt irgendwelche netten Leute, die das dann wieder patchen. Weil die Entwickler sich einfach denken, ach nö, wir können das nicht. Ah, echt hardcore, ey. Ich weiß nicht, ob sie das bis heute jemals gepatcht haben. Wahrscheinlich nicht. 14. März 2014 kommt das raus. Das Einzige, was mir vielleicht noch einfällt für die PS3, ist dieses komische, wie hieß denn das noch? Der Shadow of the Colossus Nachfolger quasi. Ah, The Last Guardian. Ja, vielleicht kommt das irgendwann nochmal für die PS3, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn. Kommt sowieso nie. Doch irgendwann kommt das, Pascal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Studio, was Shadow of the Colossus gemacht hat, quasi gar nichts tut gerade. Das würde irgendwie keinen Sinn machen. Nach Osten. Ich weiß auch mittlerweile, wo wir sind. Also mittlerweile könnten wir auch mal was ansteuern. Wenn wir jetzt geradeaus durchlaufen, finden wir nichts. Und da vorne ist halt Novi und so. Wollen wir uns nicht über dahin bewegen? Ja. Köstlich. So, Shadow of the Colossus 2. Fleischpeitsche ist hier drauf. Da muss man auch nicht ausgepeitscht werden. Aber wir wissen auch nicht, wen wir umgebracht haben, oder eher ich. Weil es wurde einfach nicht angezeigt. Finde ich ein bisschen doof, dass es gar keine Todesnachricht gibt. Muss ich eigentlich mal wieder was essen oder so? Nö. Alter, wie viel habe ich mir eigentlich reingestopft?
Ich brauch nichts essen gerade. Ich hab überhaupt gar keine Anzeige. Ich hab nur gelb Hunger jetzt gerade. Ganz Weg gelaufen und der hat nicht ein Wehwehchen, ey. Der hat nicht einmal was gesagt, der Typ, ne? Der hält die Fresse. Das ist unglaublich. Also man muss einfach nur ultra viel essen und trinken. Und dann geht's dem Sack echt mal gut. Ein bisschen zu viel, oder? Das ist ein bisschen unlogisch. Oh, ich esse jetzt mal 3 Dosen Spaghetti und dann bin ich vielleicht Spaghetti dann. Tuesday. Spaghetti. Lots of Spaghetti. Ich gibt's für diesen Love-Film, vielleicht gibt's da ja jetzt auch Jurassic Park in HD. Never. Der Film ist einfach zu krass, weißt du? Darf niemand streamen. Ja, sicherlich. Ne. Ja, sicherlich. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich steh doch hier unten am Waldrand. Hallo? Oder? Hallo? Waffe gezückt, Pascal. Hier ist gefährlich. Wir sind hier im Auge des Sturms. By the day after tomorrow. Genau. Dann gefriert hier einfach so die Welt um uns rum. Ja, das ist voll logisch. Da ist so pum pum tot. Was ich bei Thor immer übelst witzig fand, war, als er auf die Erde gekommen ist und wie er dann immer gesprochen hat. Ja, das war noch ganz amüsant, aber ich fand dieses komische Liebesgeschichtengeplänkel, was sie dann da aufgezogen haben, das fand ich irgendwie so ein bisschen. Das hat da irgendwie nicht reingepasst. Das war ein bisschen blöd. Fand ich, weiß ich nicht. Ansonsten war das ganz witzig. Diesen ganzen Hinax. Das ist dann ja, der Film ist dann ja auch der direkte Übergang zu Avengers. Avengers. Das sind die Vollkasch. Ja. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, wie Thor dann auf die Erde wieder zurückkam, weil eigentlich funktioniert das doch nicht, oder? Doch, der konnte seine Kraft bündeln. Hat er irgendwann mal gesagt. Der eine Typ. Einfach mal seine Kraft dieser gebündelt. Dieser schwarze Torwächter, das ist ja hier dieser Loser-Schauspieler, diese andere englische Crime-Serie, die übelst geil ist. Der auch ach bei. Ach so, der Torwächter. Der auch bei Pacific Rim diesen Colonel spielt. Okay. Diesen Bart, weißt du, diesen schwarzen. Ja, ja. Viel hat man von dem aber trotzdem nicht gesehen. Aber der soll im zweiten oft da sein und auch kämpfen oder so. Ja, ich glaube so, der war eigentlich ganz cool. Voll krass war der einfach. Ja, wenn du im Ego-Perspektive spielst, das war der Ego-Shooter, der Spiel hier, ey. Ego-Shooter? Ego-Shooter, ey. Finde ich eigentlich voll nice so, in Ego-Perspektive. Ich glaube, ich spiele jetzt mal länger in Ego-Perspektive. Dann sehen wir nämlich die Gegner nicht, wenn sie von hinten kommen oder so. Man kann das Sichtfeld ja einstellen, warte mal. Das stelle ich mal eben um. Weil ich finde das echt ein bisschen eng gerade. Eng wie die Vagina deiner Mom. So. Wo geht denn das? Rendering? Nö. User Interface? Nö. Wo ging denn das? Textures ist auf High. Kevin meinte das letzte Mal. Ach hier, Field of View. Lol. Okay. Machen wir mal so auf die Hälfte. Nimm mal die Waffe in die Hand, Junge. Ach, nicht zielen, einfach nur die Waffe in die Hand nehmen. Ist das hier nicht so ein krasses Superhaus? Der Heilige Gral, du hast recht. Lass uns. Ja. Hier muss man rein, aber ich komme hier gerade nicht rein. Doch. Oh, geil. Oh, da kommt gleich ein Glitch-Zombie.
Ich muss erst diese Banana taken. Gott, er ist hier. Oh. Benny, pass auf! Irgendwie ist das noch ein bisschen komisch. Man fühlt sich voll klein, wenn man die ganze Zeit in First Person spielt. Muss man machen. Geht, oder? Nee, lauf mal so durch die Tür oder hier so, wenn man hier so reingeht. Weiß nicht, der Tisch. Man fühlt sich irgendwie so winzig. Also nicht unbedingt winzig, aber das sieht alles viel größer aus, finde ich. Ja. Ich spiele jetzt erstmal so. Ich bin nicht auf das Wasser angewiesen, was ich da gerade gefunden habe, wa? Ich brauche doch nicht so ein dreckiges Wasser. Ich brauche mal einen Dosenöffner, ey. Lass mich einen Dosenöffner finden. Viel bessere Atmosphäre, wenn man so spielt. Das sollte Zwang sein. Hier ist der Server. Da spielt ja wieder keiner drauf. Da sind sich alle denken, oh nein. Da kann ich nicht auf meinen eigenen Arsch gucken. Machst du auch 20 Minuten und dann hast du auch keinen Bock mehr drauf. Es gibt Situationen, da ist es bestimmt entspannter, nicht mit der Sicht zu spielen. Zum Beispiel, wenn man im Dreck liegt. Nein, ich möchte kein Magazin nachladen. Da. Ah. Nein. Alter, behinderter Schwacken, wie du mich einfach weggebackt hast, ne? Das ist gar nicht eingesammelt. Ne. Das hab ich's eingesammelt. Ne. Einfach ne. Kann man so eine Dose, wenn sie da steht, eigentlich auch kaputt schießen? Weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nie ausprobiert. Tu es. So viel Essen im Überfluss hatte ich noch nie. Ich probier das jetzt. Geh mal in die Kirche. Eine Hose. Kann ich sie zerreißen? Warum kann ich die Hose nicht zerreißen? Ach da. Kann man nicht, okay. Oh, bist du das? Das bist nicht du! Nein. The fuck? Gut. Ja. Echt? Ja. Also ich nicht, der Typ. So. Gut. Ja. Jetzt gleitet der hier gerade über den Boden, obwohl er tot ist. Alter, der hat das große Sniperscope auf der Mosin drauf. Okay. Bist du so auf die M4? Nee, das geht nicht. Oh, jetzt ist er am Boden gebackt. Voll mies, Junge. Na egal. Was hatte der noch so? Weiß ich nicht. Ich konnte nur kurz in sein Gear reinspähen und dann ist er despawned. Du bist ja bei der Kirche, ne? Ja. Da musste ich aber kurz überlegen. So, bist du das? Hab ich gesehen. Fuck, der hat nur Mosin. Erstmal drauf ballern. Alter, mit dem großen Visier ist das Ding aber schon richtig geil. Das ist bestimmt der Typ, der da gerade die Connection gelost hat. Der ist bestimmt disconnected, ohne Scheiß. Hatte der überhaupt seine Waffe gezogen? Hat er bestimmt nicht, ne? Nee, er stand da einfach nur so in der Hütte. Ich glaube, der war auch etwas überrascht. Neue Testament, das nehme ich jetzt mal mit. Mach jetzt mal hier so Book of Eli. Das Bookhake of Eli, machst du? Ja. Auf Eli. Ja, sicher. Kacke auf Eli. So, ich geh jetzt mal weiter zu den Scheunen, ne? Ich bin schon bei den Scheunen. Oh. Bukake auf Eli. Hier ist was, das ich zerreißen kann. Ja, ohne Scheiß, ich muss ein bisschen aus der Innenstadt raus, wenn der Typ gleich da wieder hinspawnt. Obwohl das eigentlich nicht mehr funktionieren sollte. Und der war hundertprozentig tot. Sollte nicht mehr funktionieren, der war tot. So eine Bukake. Du gerade aus einer Scheune rausgegangen? Ja. Okay, haben wir es hier schon. Ey, ich muss sagen, ey, die First-Person-Sicht gefällt mir sehr, sehr gut. Sind in First-Person erschossen oder Third-Person? In First. Das ist irgendwie viel, viel, weiß ich nicht, viel mehr Atmosphäre einfach. Bist du in der anderen Scheune? Gucken wir mal reingerannt. Ich bin in dem weißen Haus.
Aha, Haus. Da ist das, da ist doch ein so ein Haus noch, so ein weißes.